So ein Tor sieht man auch nicht alle Tage. Markus Rusek gelingt in Innsbruck ein Zauberkopfball. In letzter Zeit habe ich ja immer ein bisschen Pech gehabt bei den Kopfbälle bei Eckbällen, die entweder aufs Latte gegangen sind oder übers Tor. Und ich wollte einfach Richtung Boden köpfeln und dass es dann so ein Tor entsteht, ist halt ein Wahnsinn. Das ist halt Glück, aber wurscht, zählt trotzdem. Bemerkenswert auch der Torjubel von Rusko. Meine Freundin ist wieder schwanger, wir warten das zweite Kind und mit der Geste wollte ich einfach das auch öffentlich machen und auch meiner Freundin den Respekt zollen, dass sie sich in einem Live-Spiel das anschaut und war sie sicher auch glücklich. Und der Geburtstermin könnte kaum besser sein. Ende Mai ist ja genau ziemlich zum Saisonschluss, ja, das wäre perfekt eigentlich. Jetzt aber heißt es volle Konzentration für die letzten beiden Spiele des Jahres gegen die Young Violets. Die ganze Mannschaft wollen die letzten zwei Spiele unbedingt noch positiv bestreiten. Dann haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt und können ganz, ganz entspannt auf Urlaub fahren. Vor dem Urlaub wird aber noch im Stadion gesungen. Wird das schon geübt? Ja, schauen wir mal. Am 1. Dezember bin ich schon sehr motiviert und freue mich sehr drauf. Und